Inzwischen haben wir uns ein Nest gebaut. Es ist gut, wenn man ein Haus hat im Herbst. Die monatlichen Raten, die wir dafür bezahlen, machen mir manchmal Angst. Aber es geht. Meine Frau arbeitet viel. Ich übe mich in Gelassenheit und bemühe mich sehr zu ignorieren, was die Leute um uns rum von uns halten. Dabei stellt mich mein Sohn oft hart auf die Probe. Letzte Woche zum Beispiel hat er gebrüllt wie am Spieß. Wir standen an der Supermarktkasse in einer langen Schlange und er hat so gewaltig in die Windeln gemacht, dass mir selber und allen anderen fast schlecht geworden ist davon. Wir stehen also in dieser langen Schlange, er brüllt und wir hatten T-Shirts an mit so Sprüchen drauf. Auf seinem stand... In der Ruhe liegt die Kraft. Auf meinem... Der Weg ist das Ziel. Aber trotz allem kümmere ich mich, glaube ich, sehr gut um ihn. Manchmal denke ich noch an meinen Traum. Ich war darin finanziell völlig unabhängig. Geld. Ich war frei von jeder Scham. Und ich hatte keinem Menschen gegenüber auch nur die geringste Verantwortung. Frei. Hin und wieder fahre ich noch nackt im Stadtbus. Was soll denn das? Du kleiner Vogel im November, sind alle fort ins warme Land, nur du bliebst hier. Pass auf, die Katze ist gefährlich im November, und wenn sie friert, spielt sie ein böses Spiel mit dir. Gerade im November geht ein Freund mir vor die Hunde, sie ist kalt und er hat seinen warmen Blick verloren. Ich lauf im Kreis in diesem Park seit einer Stunde. Sie war sehr heiß und ist dran erfroren. Auf einer Parkbank schlug sie ihm die Wunde. Da drüben müsst sie stehen, nicht weit von hier. Jetzt zahlt der Finderlohn für jede schöne Stunde. In den Park geht ihr bestimmt nicht mehr mit mir. Im November, 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 im November. Was soll denn das, du kleiner Vogel im November? Du bläst dich auf und lässt dich fast zertreten hier. Pass auf, die Katze ist gefährlich im November, und wenn sie friert, spielt sie ein böses Spiel mit dir. Und du, alte Dame, was machst du hier im November? Auf seiner Parkbank, warum hältst du sie so fest? Denkst du zurück an deine Jugend im November? An einen jungen Mann und an ein warmes Nest. Selbst diese Parkbank würde fliehen vor dem November, weil nichts mehr so ist, wie's im Frühling war. Schützt du die Parkbank vor der Kälte im November, damit sie stehen bleibt für ein neues, junges Paar. Im November, 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 im November. Was machst du da, kleiner Vogel im November? Sie flogen fort und du bliebst ganz alleine hier. Pass auf, die Katze ist gefährlich im November, und wenn sie friert, spielt sie ein böses Spiel mit dir. Vielleicht nimmt dich die Dame im November mit in ihr Haus und schient den Flügel dir. Vielleicht könnt ich die Katze etwas streicheln und sie wärmen, und dann ging sie mit zu mir.
im November, 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 im November.